In der Natur ist es wie in einem Betrieb, alle Teile müssen zusammenpassen, sonst funktioniert das ganze System nicht. Mit 26 kam ich als frisch gebackener Diplomkaufmann ins Unternehmen und habe da den Betrieb, den ich ja von der Lehrzeit her schon etwas kannte, noch mal neu kennengelernt. Einer allein kann einen solchen Betrieb nicht führen. Er braucht gute Mitarbeiter, die auch in der Lage sind, Verantwortung zu übernehmen und Bereiche selbstständig zu führen, zu leiten. Von Geburt an habe ich als Kind und Jugendlicher immer neben einem Betriebsteil gewohnt. Als Kind durfte ich dann auch manchmal auf dem Lastwagen neben dem Fahrer sitzen oder auf der Lokomotive ein Stück mitfahren und war natürlich ganz stolz drauf, dass ich da wenige Meter mitfahren durfte. Ich denke, dass ich im Blick auf die Achtung der Mitarbeiter, das weitergeführt habe, was mir mein Großvater und mein Vater vorgelebt haben. Jeder Mensch hat seinen Wert und muss auch entsprechend anerkannt und gewürdigt werden. Das ist mir besonders wichtig, gleichgültig, welche Aufgabe ein jeder hat. Im Unternehmen gehören wir doch alle zusammen und müssen auch füreinander Verantwortung übernehmen. Höhen und Tiefen gibt es im Wirtschaftsleben immer. Ein besonderer Aufschwung kam natürlich mit der Wiedervereinigung, als wir dann auch die Möglichkeit hatten, in den damals neuen Bundesländern, insbesondere in Sachsen, neue Unternehmen zu gründen. Wir haben schließlich allein in Sachsen 400 neue Arbeitsplätze schaffen können. Es ist schon eine Herausforderung, so viele Geschäftsbereiche wie bei Lotto gut miteinander zu verknüpfen. Ob Stahl, Flüssiggas, Bäder oder Bodenbeläge, wir sind ein Unternehmen und das müssen wir uns auch immer wieder im Alltag versuchen klarzumachen. Wir haben die Vorstellung, dass wir die Firma Lotto langfristig als selbstständiges Familienunternehmen erhalten wollen. Dazu gehört sicherlich Anpassungsfähigkeit. Das heißt, es kann nichts so bleiben, wie es heute ist. Alles unterliegt einem Wandel. Solange es mir gesundheitlich gut geht und ich noch einen nützlichen Beitrag hier leisten kann, will ich ja weiterhin mitarbeiten. Aber ich weiß natürlich, dass ich auch nur eine Person bin und sonst im Betrieb 500 andere sind, in der Unternehmensgruppe 1300 andere. Und so wie der Betrieb vor mir gelaufen ist, ohne mein Zutun, wird er auch nach mir noch ohne mein Zutun laufen. Da habe ich keine Sorge. Es ist wichtig, dass die Mitarbeiter mitziehen, denn ohne Mitarbeiter ist ein Betrieb nichts.